Ja, guten Morgen und herzlich willkommen bei meinem neuen Video hier, Liebesspezial-Orakel. Ja, meine Lieben, ihr kennt ja schon mein Ritual und kurz möchte ich mich natürlich nochmal vorstellen für die, die mein erstes Video heute mal sehen. Mein Name ist Birgit, ich bin ein Medium der geistigen Welt und ich sage immer so lustig, ich bin Bob der Baumeister, das heißt so, ich arbeite im göttlichen Kanal. Ja, meine Lieben, zum Anfang, wie immer, herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Immer wieder für die Feedbacks, immer wieder für die neuen Abonnenten. Da freue ich mich total drüber. Das ist einfach nur klasse. Und ich bin immer wieder geflasht. Und natürlich möchte ich jetzt hier auch noch mal was aufgreifen. Ich habe das der lieben Hildegard da draußen versprochen. Einmal danke für die Information. Danke für die Information zum, im Grunde genommen zu dieser Legung, immer der Monatslegung. Man kann nicht immer genau präzise diese ganze Woche von Montag bis Samstag, das geht nicht, weil ja immer verschieden, klar, im Monat der erste ist. Der ist mal an einem Mittwoch, der ist mal an einem Donnerstag, der ist mal an einem Freitag oder jetzt, der 1. November, an einem Samstag. Ist ja immer unterschiedlich. Es verschiebt sich ja auch schon mal ein bisschen. Ich mache keine typische Wochenlegung und ich mache eben die Monatsvorausschau oder eben hier drei Situationen mit dem Liebesspezialorakel. Ich möchte es nur aufgreifen, ich möchte es nur weitergeben, damit ihr wirklich auch merkt, ich nehme dieses Feedback von euch, die Anregung, die Fragen und so wirklich auf. Dann kam zusätzlich noch mal eine Frage, die kam schon mal des Öfteren, von wegen, oh Hilfe, Hilfe, ich kann die Karten gar nicht sehen und was waren das? Also meine Lieben, es gibt natürlich auf dem Video dieses tolle Pauseneinstellung oder die Pauseneinstellung. Da mal kurz draufklicken, dann könnt ihr natürlich die Karten sehen. Im Abspann stehen immer die ganzen Kartennamen, ob ich jetzt mit der Doreen ihren Karten arbeite oder hier mit den Amorbotschaften oder mit irgendwelchen Engelkarten von der Doreen, die Tarotkarten. Es steht alles wirklich im Abspann. Ja, das nur vorab mal kurz als Info und nochmal danke, 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 danke. Ja, und heute machen wir ein neues Liebesspezialorakel und da mache ich wieder drei Situationen. Ihr wisst, ich lasse mich einfach von oben führen und ich bereite wie immer nichts vor. Wir lassen uns einfach immer wieder überraschen. Und das denke ich immer wieder, das ist ja auch das Schöne, im Grunde genommen wirklich, dass man dann da reingeht, die Situationen, die Schwingungen, die draußen herrschen, wirklich erfasst und dann gehen wir eben in die Erläuterung. Ja, wir legen los. Also, ihr wisst, ich ziehe erst die Karten, wir machen drei Situationen und dann gehe ich hin und decke sie auf, okay? Und zum Schluss werden sie komplett eingeblendet. Weil wenn ich die immer dazwischen einblende, ist für euch auch irgendwie langweilig, weil ich sage ja teilweise, was es für eine Karte ist und so. Und so kann man sich besser aufs Video konzentrieren und man kann zum Schluss gucken, hey, das war die Situation und da kann man nochmal detailliert reingehen. Okay, also legen wir los für die erste Situation im Liebesorakel Spezial. Schauen wir mal, da ist es schon, die erste Situation. Die erste. So, dann ziehen wir die zweite Situation für das Liebesorakel. Da ist es schon. Ihr merkt, man mischt auch mal für diejenigen, die vielleicht anfangen mit dem Kartenlegen, und sich wirklich führen lassen. Ihr
mischt die Karten und auf einmal habt ihr wirklich diesen Impuls, ah, jetzt wird's langsamer, jetzt kommt's. Und dann könnt ihr wirklich nicht mehr weiter mischen. Also nicht den Kopf dann einschalten, bleibt in eurem Gefühl, bleibt im Kanal, im Vertrauen. So, und jetzt bitten wir die geistige Welt für die dritte Situation im Liebesorakel. Ja, da ist es schon. Meine schönen Tarotkarten, die schon wirklich 100.000 drauf haben. Halleluja. So, dazu passend ziehen wir natürlich hier auch nochmal die Karten. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal vom Feedback und von vielen, dass sie den Partner oder die Partnerin des Lebens getroffen haben. Ganz toll, herzlichen Glückwunsch, total super, das freut mich sehr. Das heißt, man hat auch so ein bisschen in die Ursache reingeschaut und ja, und wenn es eben dann respektvoll in der Partnerschaft abgeht, dann ist das auch wirklich in Ordnung. So, jetzt schauen wir mal. Für die erste Situation möchten wir natürlich eine Karte, da ist sie schon. So, für die zweite Situation hätten wir auch gerne eine schöne Liebesbotschaft. So, auch wenn es Probleme gibt. Probleme sind dafür da, dass man wirklich konstruktiv nach einer Lösung schaut. Das ist auch sehr, sehr wichtig. So, und für die dritte Situation. Dritte Situation, da kommt ein bisschen, schauen wir gleich mal, wohl der Zweifel. So, und dann gucken wir mal, was der Amor uns dazu noch zu sagen hat. Für die erste Situation, da ist es schon. Für die zweite Situation. Und für die dritte. Die dritte ist, ich bin also echt gespannt jetzt, was in der dritten Situation kommt. Also ist hier, so, jetzt muss ich mir mal hier Platz machen. Ich mache die mal hier zur Seite, dass wir auch wirklich dann alles gut sehen können. So, dann decken wir es mal auf. Ja, da ist die Kommunikation schon mal. Das ist schon mal gut, schon mal sehr gut. Ja, wow, wow, sage ich nur. Hammer. Nicht runterfallen, sonst muss ich hier aus dem Video rausgehen. So, uiuiuiuiui. Hammer, ja. Es ist doch wirklich immer wieder faszinierend, wie es immer wieder passt, wie die geistige Welt einen im Kartenmischen, im Kartenlegen auch wirklich führt, wenn man sich darauf einlässt. Das heißt wirklich ganz klar, wenn ich mich darauf einlasse, lasst die Karten zu euch sprechen. Nicht ihr mit dem Kopf, mit den Karten, sondern lasst die Karten wirklich zu euch sprechen. Meine Lieben, ich bin hier total geflasht, total begeistert, wunderbar. So, wir gehen sofort in die erste Situation hinein. Die erste Situation sagt hier ganz klar, die Kommunikation hat ein gutes Fundament gefunden. Die Kommunikation hat hier etwas damit zu tun, manchmal gibt es finanzielle Probleme, ja, wo man nicht so genau weiß, das kann auch etwas sein mit einer Weiterbildung, dass vielleicht sogar der Partner sagt, Mensch, ich möchte mich nochmal im Job weiterbilden, kriegen wir das finanztechnisch hier geregelt, und das sind ja finanzielle Probleme, wenn man sich dann etwas einschränken muss. Das heißt, wenn der eine Partner ein Seminar besucht, eine Weiterbildung macht oder, und man muss das privat finanzieren, dann heißt das, der andere Partner muss ja in dem Moment auch zurückstecken, dahinter stehen, um diese Situation wirklich lösen zu können. So, und das ist so toll.
Hier ist die Kommunikation über die Finanzen. Man sucht gemeinsam nach einer Lösung. Und das ist überhaupt hier das Allerbeste, die Liebe. Und das ist genau das. Wenn ich meinen Partner liebe, wenn ich wirklich nicht nur meinen Partner liebe, auch mich selbst liebe, diese im Grunde genommen wirklich sehe, wenn mein Partner diese Geschichte jetzt macht, Weiterbildung, oder wenn er sagt, Mensch, ich möchte mal ein halbes Jahr oder ein Jahr im Ausland arbeiten, auch wenn mir das schwer fällt, wenn ich dann aber dahinter stehe, weil ich meinen Partner liebe, weil ich mich liebe, heißt das, okay, mein Partner wird glücklich sein oder meine Partnerin. Ich möchte das nicht immer, wenn ich Partner sage, meine ich natürlich immer weiblich und männlich, ganz klar. Dass man wirklich dahinter steht und sagt, ja, das gibt natürlich der Beziehung auch nochmal einen Kick, weil der Partner ist dann glücklich. Der ist glücklich, dass er das machen konnte. Der ist glücklich, weil er eben so eine tolle Partnerin oder Partner hat, dass er das wirklich machen kann. Dass man da wirklich zusammen durchgeht. Das kann auch sein, dass man vielleicht auch in der Abendschule zwei oder dreimal die Woche einen Kurs belegt, wo man eben auch in seinem Beruf weiterkommen möchte. Ja? Auch da bedarf es der Kommunikation, was immer ganz, ganz wichtig ist. Aber was hier auch nochmal wichtig ist, man schafft diese Prüfung. Man schafft diese Prüfung aber auch deswegen, weil hier wirklich die Liebe im Vordergrund steht. Wenn ich sehe oder spüre, mein Partner geht's gut, geht's mir auch gut. Und das ist eben diese tolle Schwingung und das ist eben ganz, ganz klar. Was natürlich wirklich sehr, sehr wichtig ist hier, Finanzen und Karriere, dass man ganz offen darüber spricht. Dass man da natürlich auch offen zu den Problemen steht. Das heißt, dass man sagt, Mensch, jetzt müssen wir aber mal ein Jahr wirklich den Gürtel enger schnallen. Oder dass man da reingeht und wirklich sagt, Mensch, dieses Jahr, wenn ich das mache, können wir uns keinen Urlaub leisten. Das sind eben dann solche Dinge. Aber wichtig ist hier immer die Kommunikation. Und die Kommunikation, die liegt hier ganz, ganz klar raus aus alten Verletzungen. Das heißt, wenn man vorher in der Partnerschaft da immer wieder die Probleme hatte, dass man nicht reden konnte darüber, wird man es dann in der Partnerschaft tun können. Natürlich hat man immer ein bisschen Sorge, immer ein bisschen Angst, weil man denkt, oh Gott, jetzt muss ich dieses Thema ansprechen und wie sage ich es bloß und. Aber hier ist ein ganz tolles Fundament für die Kommunikation. Ja, also eine hervorragende Sache hier, Weiterbildung oder Kurse belegen, ist natürlich auch immer toll. Was mir die geistige Welt gerade noch hier an Informationen gibt, zum Beispiel, ich soll das Beispiel geben, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft lebt, der eine möchte jetzt einen Kurs machen, der ihm selber einfach gut tut. Das heißt vielleicht ein Kurs, ein kreativer Kurs, Meditations- und Yoga, ein Zumba-Kurs oder, was es da alles gibt. Auch da sollte drüber gesprochen werden, weil man geht da mehr in so eine Leichtigkeit für einen selber rein. Und auch da ist wirklich wieder, geht es dem einen gut, geht es dem anderen mit gut. Man kann den anderen, wenn er vielleicht in der Sorge ist, viel anders oder ganz anders verstehen, ganz anders tragen, in der Liebe. Und das ist eben. Und die Liebe ist einfach unser höchstes und unser wichtigstes Gut. Aber man muss sich auch selber lieben, damit man diese Herzenswärme auch wirklich nach außen tragen kann. Toll. Ganz, ganz toll. Finde ich total super hier. Ja, dann gehen wir in die zweite Situation hinein. In der zweiten Situation, Verlobung, da liegt ganz klar das Ja. Das finde ich so toll. Also raus aus dem Kampf. Das heißt, wenn man wirklich für jemanden vieles aufgegeben hat, weil man zum Beispiel in eine andere Stadt gezogen ist,
weil man gesagt hat, ja, ich komme zu dem Partner oder Partnerin, ich gehe dorthin, wo man lebt. Oder man sucht sich einen neuen Umkreis oder einen neuen Wohnort. Dann hinterlässt man natürlich etwas. Man hinterlässt natürlich auch Freunde. Aber diese Karte sagt hier wirklich, geh deinen Weg weiter, du musst nicht kämpfen, geh raus aus diesem Kampf. Es gibt zwar dieses Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn, aber das stimmt nicht immer. Manchmal kann man hunderte von Kilometern entfernt sein und trotzdem spürt man sich. Man muss nicht tagtäglich zusammenhängen mit Freunden und sonst was. Man kann kommunizieren über Facebook, man kann kommunizieren mal eben über Mail, man kann mal eben telefonieren. Das Telefon im Übrigen, ja, funktioniert wirklich von beiden Seiten. Also jeder kann mal anrufen, mal nachhaken, wie es denn geht. Geht raus aus dem Kampf. Setzt die Grenze, heißt diese Karte auch. Das heißt aber auch gleichzeitig die Grenze für euch. Geht bitte in euer Gefühl hinein und sagt euch, was ist mir wichtig? Was möchte ich leben? Wo ist mein Weg? Und dann verlässt man natürlich auch schon mal alte Geschichten. Also, aber ganz, ganz toll, weil da kommt direkt die nächste Karte dazu, Vertraue. Wenn ihr eure erste Intuition hattet, ja, ich gehe jetzt meinetwegen, von Köln kann man nicht weggehen, ich als Kölnerin, ne? Wenn man wirklich in eine andere Stadt gehen möchte und man hatte am Anfang direkt den Impuls, ja, da gehe ich hin, dann hört auf diesen Impuls, hört auf euer Bauchgefühl. Lasst euch wirklich nicht dann nachher wirklich von Freunden, Bekannten, Familie oder abhalten. Hört auf euer Bauchgefühl. Das ist das Richtige. Und das sagt die Karte. Vertraue. Lehn dich zurück. Du bist geschützt. Wir helfen dir. Wir helfen dir auf deinem Weg. So, und gleichzeitig ist hier, einmal ist das wirklich die Karte für das innere Kind. Und das passt wieder hier auch zur ersten Situation. Wenn mein inneres Kind in der Balance ist, das heißt meine Seele in der Balance ist, ich in der Eigenliebe bin, dann kann ich auch die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit erreichen. Und die möchte ich dann auch wirklich leben. Auch wenn es schwerfällt, manchmal das ein oder andere zurückzulassen. Aber den Weg weiterzugehen, das ist das, was zählt. Und das ist das, was wichtig ist. Denn ich sage wirklich immer, alles ist fändbar, nur der Geist nicht. Und das, was ich getan habe im Leben, den Weg, den ich gegangen bin, das sind Erfahrungen, das sind Erkenntnisse. Und die kann mir keiner mehr nehmen, ob sie positiv oder negativ sind. Diese Erkenntnis, dieses Erkennen, das kann einem keiner mehr nehmen. Ja, und dann geht es hier wirklich gleichzeitig um eine Verlobung, dein Liebesleben. Dein Liebesleben erreicht einen neuen Höhepunkt, eine neue Hingabe. Viele gehen ja auch wieder in eine Tradition hinein, wobei man ja statistisch sagt, es gibt nicht mehr viele Eheschließungen. Aber trotz alledem eine Verlobung kann ja auch sein, indem man seine Liebe besiegelt und sagt, Mensch, wir kaufen uns jetzt einen tollen Ring. Oder wir kaufen uns eine tolle Kette. Oder, was ja in Köln auch ein schöner Brauch ist und mit Sicherheit auch woanders, an der Hohenzollernbrücke ein Schloss reinmachen, mit einer Gravur oder anbringen. Das ist ja auch etwas ganz, ganz Tolles. Es ist etwas Symbolisches. Verlobung hat ja nicht immer in dem Sinne jetzt etwas damit zu tun, wie ja so viele sagen, sicherstellen und weitersuchen. Verlobung hat ja auch etwas damit zu tun, weil man sich sicher ist, weil man sagt, das ist der Partner oder die Partnerin, mit dem ich wirklich bis ans Lebensende gehen möchte. Das hat was damit zu tun. Und die Verlobung als solches heißt ja nur ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also, und was total klasse ist hier, ja, im Grunde genommen auch für diejenigen,
die jetzt einen Heiratsantrag zum Beispiel bekommen, weil sie schon verlobt sind oder wie auch immer. Also hier ist die eindeutige Antwort: ja. Ganz, ganz toll. Aber ich sage da mal was zu, meine lieben Herren, meine lieben Damen, wie auch immer, lasst euch wirklich trotz alledem einfach was Besonderes bei dem Antrag einfallen. Das muss nicht spektakulär sein, aber es ist ja auch schön, wenn man auch während des Antrags irgendwie noch ein Symbol hat, so eine Gestik hat, die einem auch im Geist wirklich ein Leben lang bleibt. Ganz toll, ganz, ganz toll. Ich bin hier wirklich total begeistert. Und all die, die sich verloben oder eben verlobt sind, vielleicht im nächsten Jahr heiraten, also sendet mir ein Feedback. Ich möchte es wissen, wie viele wirklich da in ein schönes Ritual für sich gehen, weil sie einfach sagen, wir gehören zusammen, das passt, wir sind voller Respekt, die Liebe siegt. Und das ist toll. Also schickt mir das Feedback. Ja, und dann gehen wir hier auch schon in die dritte Situation. Und da habt ihr ja eben schon gemerkt beim Mischen, das war irgendwie so eine Zweifel. Zweifel kam da immer. Und was ist das? So, und es passt wieder alles wunderbar zusammen. Hier, bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte, dann folge der Stimme deines Herzens. Dann hier, Fata Morgana-Karte. Zusätzlich im Tarot hier noch diese Karte so von wegen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte. Was soll ich hier im Grunde genommen, was soll ich nur tun? Und da kommt eben hier diese Karte, Folge der Stimme deines Herzens. So, und das hat etwas wirklich damit zu tun. Manchmal ist man in bestimmten Erwartungen, in Erwartungen in einer Partnerschaft. Das heißt, ich erwarte von dem anderen, dass der so und so tickt. Ich erwarte das. Das heißt, ich, mein Kopf erwartet das. Jetzt tickert der andere nicht so, wie ich es erwarte. Und wisst ihr alle, da ist der Stress vorprogrammiert. Und das ist etwas, was eben nicht sein darf, was nicht sein soll. Gleichzeitig kommt hier eben diese Fata Morgana-Karte. Diese Fata Morgana-Karte, das ist hier in dieser Geschichte im Grunde genommen eine Karte von wegen, okay, ich komme aus einer alten Beziehung, bin zutiefst verletzt und ich erwarte jetzt, dass mein Partner, meine Partnerin mir im Grunde genommen ablesen kann, was in mir gerade vorgeht. Meine Lieben, das geht nicht. Es steht euch nicht auf der Stirn, ihr habt mit Sicherheit kein Schild umhängen. Ich bin jetzt gerade verletzt. Ich erwarte, dass du mir jetzt ansiehst, dass es mir nicht gut geht. Was ich gerade denke, was ich gerade fühle und wie es mir gerade geht, dort im Grunde genommen in meinem Herzen, in meiner Seele. Diese Fata Morgana-Karte ist oftmals auch diese Karte, wem oder was laufe ich hinterher? Einem Phantom, einer Fata Morgana? Was oder wo möchte ich? Was für eine Beziehung möchte ich leben? Wie ist diese Beziehung? Und seid da bitte immer ganz, ganz ehrlich mit euch selber. Keiner hat es verdient, dass man mit den Gefühlen des anderen spielt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist hier auch eben schon beim Mischen ganz klar gekommen, dieser Zweifel. Und das ist natürlich ganz klar die Karte dazu, der Zweifel, die Fata Morgana, das Phantom. Hier die alten Verletzungen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das heißt, ihr müsst euch freischaufeln. Freischaufeln heißt, geht in eure Themen, geht in eure Probleme
Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann zusätzlich hier kommt die Karte Königin der Münzen. Die Königin der Münzen sagt mir immer direkt, wenn das zum Beispiel in der Partnerlegung liegt, dass diejenige, die Frau meistens, das kleine Familienunternehmen führt. Heißt aber auch gleichzeitig, dass sie die ganzen Fäden in der Hand hat. Also das heißt, für die Finanzen zuständig, für Miete, Strom und, all diese ganzen Geschichten. Sind aber auch oft Menschen, die sehr im Kopf verhaftet sind. Das heißt, Sicherheit. Die brauchen Sicherheit um jeden Preis. Sicherheit heißt also, mal als Beispiel, ich habe jetzt auf dem Sparbuch habe ich 1000 Euro, jetzt brauche ich 100 Euro, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder weil der Monat einfach ja gefühlt länger war und ich mehr Geld zur Verfügung haben muss. Da war noch eine unerwartete Ausgabe oder ich nehme die 100 Euro runter und verfalle schon in Panik, weil ich denke, oh mein Gott, jetzt sind ja nur noch 100 Euro da drauf. Man vergisst dann komplett, weil man so in diesem Sicherheitsdenken drin ist, dass es ja noch 900 auf dem Sparbuch sind. Also, die gehen auch oft hin und sind so sparsam, was ja auch toll ist, was man ja auch heutzutage muss. Das Leben ist ja nicht mehr ja, günstig. Ich formuliere es mal so, ganz vorsichtig. Es kostet einfach. Es kostet einfach das Leben. Und wenn man mit 50 Euro einkaufen geht oder jetzt eine Familie mit 100 Euro einkaufen geht, das ist doch nichts mehr. Das ist zack weg und man soll nicht umrechnen. Ich habe es aber leider immer noch im Kopf und denke immer, hallo, das kann alles irgendwo nicht mehr in der Relation stehen. Die Mieten explodieren und. Und 4 Wochen sind dann im Grunde genommen immer schnell rum. Ja? So, meine Lieben, also hier in der Legung, folge der Stimme deines Herzens, bleibe aufgeschlossen, Fata Morgana, Sicherheitsdenken, ich kann nicht mehr. Das passt aber alles zusammen. Wenn man das jetzt mal hier, ne, es war ja wirklich dieser, beim Mischen schon, wo immer kam Zweifel, ist das ganz klar. Wenn ich nur noch im Kopf verhaftet bin, nur noch rational denkend bin, ja, wo bleibt denn da bitte die Stimme des Herzens? Wo ist sie denn? Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man wieder ins Gefühl reingeht, dass man da aufgeschlossen bleibt. Aufgeschlossen bleibt heißt wirklich auch für sich etwas tut, etwas Gutes tut oder in der Partnerschaft etwas Gutes tut, dass man mal spontan sagt, Mensch, wir gehen jetzt am Wochenende mal toll essen oder die ganze Familie geht essen. Einfach sich auch was Schönes gönnt oder man geht mal wieder ins Kino. Es ist immer schön, man hat alles zu Hause, es gibt ganz, ganz tolle DVDs, es gibt ganz tolle Programme und. Aber das ist es ja nicht. Geht auch mal raus, macht euch auch mal wieder einen schönen Abend. Geht raus aus euren eigenen 4 Wänden. Ist auch immer mal wichtig. Ja? Und das ist etwas, wo man eben wirklich immer wieder rein muss. Was ich hier auch sagen muss, diese Fata Morgana-Karte, wenn es in der Beziehung jetzt hier zum Beispiel dicke Probleme gibt, man ist im Sicherheitsdenken, man kann nicht mehr, man will irgendwo nicht mehr, die Lebensfreude, die Leichtigkeit in der Beziehung, wie auch immer, die ist, ja, die ist ausgebufft, da ist nichts mehr, ausgelaugt, ausgesaugt. Dann tritt auf einmal jemand in das Leben, das heißt, ein Partner, eine Partnerin, Arbeitskollege, Arbeitskollegin, wie auch immer, man unterhält sich nicht. Man hat jetzt zum Beispiel ein gemeinsames Seminar und man denkt, Mensch, toll, oh, ist das schön, das fühlt sich so toll an, ich fühle mich so geborgen, das ist so klasse. Lasst euch nicht blenden, das ist hier die Fata Morgana-Karte, dieses Phantom. Oftmals, wenn man zu Hause oder in der Partnerschaft eben in Problemen drin ist und man trifft dann jemanden, wo sich alles richtig anfühlt, wo man sagt,
Ja, das wünsche ich mir von meinem Partner, meiner Partnerin. Tolle Einstellung und Klasse und der Witz, der Humor und. Leute, lasst euch nicht blenden. Es ist immer ein Unterschied, ob man in einer Partnerschaft lebt und ob da der Alltag einzieht, was immer ein Killer ist, was man aber ändern kann. Dieses Blenden lassen meine ich wirklich gut. Das heißt, oft werden Beziehungen beendet, man macht den zweiten vor dem ersten Schritt. Ja, und das ist einfach nicht in Ordnung, weil man denkt da auf einmal, boah, das ist so toll, das ist so klasse, ich habe so ein tolles Gefühl dabei. Mensch, ich freue mich schon wieder, wenn ich meinen Kollegen, meine Kollegin wiedersehe. Oder wenn ich nächste Woche wieder in die Gruppe gehe, sei es eine Yoga-Gruppe, eine Zumba-Gruppe oder was auch immer. Und da ist der, da ist diejenige. Es ist immer ein Unterschied, ob ich jemanden eine Stunde oder 2 Stunden oder auch mal auf einem Seminar einen Tag habe oder ob ich eine Partnerschaft lebe, wo der Alltag auch drin ist. Man hat oft Probleme im Außen. Aber da müsst ihr eben hingehen und wirklich sagen, wo bin ich ausgelaugt? Wo bin ich antriebslos? Wo habe ich gar keine Motivation mehr? So, und da kommt hier diese Karte. Folge der Stimme deines Herzens. Bleibe aufgeschlossen. Das heißt, geht einfach ganz, ganz klar wirklich für euch da rein und sagt, da muss eine Lösung her. Eine Lösung ist eben das, was ich eben gesagt habe. Geht mal wieder ins Kino, geht mal raus, macht mal ein schönes Wochenende. All diese Dinge. Hört da wirklich auf eure innere Stimme. Im Grunde genommen die erste Intuition, die man hat, das ist die richtige. Und wenn ihr die erste Intuition habt, so von wegen, Mensch, wir müssen aber wirklich mal auf die und die Party gehen oder Event gehen oder so, jetzt packe ich mir meine Partnerin, meinen Partner, dann bitte macht es. Bleibt aufgeschlossen, folgt der Stimme des Herzens, der Intuition. Ja, es war wirklich hier nicht umsonst dieses Zweifel, dieses Hin und Her. Ganz klar, passt aber absolut und wirklich perfekt hier rein. Dieses bleibt aufgeschlossen ist wirklich ganz, ganz wichtig in der Partnerschaft. Was ich ja eben schon gesagt habe, wenn der Alltag einzieht, das ist immer ein Killer. Der Alltag, die Probleme im Außen, es ist ein Killer. Wenn ihr aber nur mal so als kleinen Denkanstoß hingeht und sagt wirklich, ich habe es auch mal in einem Video wirklich auch mal gesagt, wenn ihr einfach mal hingeht und sagt so, der Mittwoch, der Donnerstag oder der Freitag, das ist unser Abend. Da gibt es kein Fernsehen, da gibt es kein PC, kein gar nichts, kein Handy, kein Telefon. Da genießen wir mal unseren Abend. Wir kochen was Besonderes oder kochen zusammen was Besonderes oder wir machen einen Spieleabend. Aber bitte nur für euch, dass ihr wirklich mal wieder in eure Partnerschaft reinfühlt, in eure Partnerschaft reingeht. Und das ist wichtig. Jeder Mensch möchte Aufmerksamkeit. Also auch die Partnerschaft möchte die Aufmerksamkeit. Ganz klar ist natürlich hier auch, wenn keine Gefühle mehr da sind, keine Gefühle, keine Liebe, kein gar nichts mehr da ist, dann ist es wirklich einfacher, es zu beenden, wie wirklich dran festzuhalten. Weil dran festhalten macht oft viel, viel mehr kaputt und das ist, ja, ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Weil das sind wieder Narben in der Seele, die bleiben. Und das projiziert man dann oft wieder in der nächsten Partnerschaft auf den Partner oder auf die Partnerin. Ja, meine Lieben, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das war die Liebesspeziallegung mit einmal einer kurzen Unterbrechung drin. Ich muss ja den Film dann zusammenschneiden. Aber irgendwie ist da irgendwie der Akku gerade ausgegangen oder wie auch immer. Ich bitte das zu verzeihen, aber ihr wisst ja, es wird nichts vorbereitet. Die Karten liegen dann hier so. Ich muss es dann schneiden.
bei einem der letzten Filme habe ich dann irgendwo vergessen, etwas einzutragen. Dann stand dann da, bitte tragen Sie hier Ihren Text ein. Ich wollte es erst löschen und dann habe ich gedacht, nein, warum? Es ist menschlich. Das Video war gut, das Video war klasse und es ist einfach nur menschlich. Und meine Kraft oder mein Fokus ist woanders. Der ist eben hier im Kartenlegen und sonst was. Diese technischen Dinge, da bin ich gar nicht so erpicht drauf. Aber ich kriege die Videos ja hin, ich kann es schneiden und kriege einen Vorspann, Nachspann, alles hin. Das ist wichtig. Und dass ich euch etwas aus dem Herzen rüberbringe. Das ist mir viel, viel wichtiger. Ja, und diese kleine Geschichte hier im Grunde genommen, bleibe aufgeschlossen, folge der Stimme deines Herzens. Die Liebe wird siegen. Die Liebe unterstützt auch in der Weiterbildung. Die Liebe ist das, was wirklich in uns lebt, in uns allen lebt. Das ist die Energie. Und diese Liebesenergie, diese Herzenswärme, wenn ihr die spüren dürft und spüren könnt, bei den Heiratsanträgen, bei den im Grunde genommen hier wirklich, bei den Ritualen, partnerschaftliche Unterstützung und hier geht wirklich in euer Herz hinein und hört da erstmal und hört auf euch, wo bin ich ausgelaugt, wo laufe ich einer Fata Morgana hinterher oder wo bin ich einfach zu starr im Denken, wo bin ich wirklich zu rational denken, zu sehr auf Sicherheit bedacht. Also, ich werde hier noch eine Karte ziehen für uns alle nochmal für da draußen, für uns und dann schauen wir mal, was es da für eine schöne Karte gibt. Und dann gucken wir mal hier. Hier ist ein, uiuiui, ist das toll. Es passt, es passt, es passt, es passt. Und gleichzeitig kommt noch eine Information von oben. Es ist auch ein Nachdenken, ein ins Herz hinein hören, ins Herz hinein gehen für diejenigen hier gerade, die die dritte Situation haben. Romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Und das ist das. Wenn ich nochmal in meine Beziehung reinfühle, der Stimme des Herzens folge, kann ich vielleicht auch romantische Gefühle wieder erwecken. Wenn ein bisschen Liebe noch da ist, kann ich dieses Feuer wirklich wieder entfachen. Wenn keine Gefühle mehr da sind, brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn nur ein bisschen noch da ist, dann lohnt es sich wirklich, in die Stimme des Herzens zu gehen, aufgeschlossen zu bleiben. Dann bekomme ich auch ein Ja zu dieser Beziehung und dann siegt die Liebe. Und ihr seht, wie es auch wieder passend ist, wie es wirklich hier alles rund ist. Da kann ich nur an die geistige Welt wieder sagen, Dankeschön, dass ihr mich so toll geführt habt, dass ich für euch wieder eine schöne Legung machen konnte und hier romantische Gefühle. Und wie gesagt, meine Lieben, nicht, ne? Also nicht hier in Panik verfallen. Ich werde die Karten jetzt natürlich nochmal einblenden dann zum Schluss. Und ihr könnt dann den Film anhalten, damit ihr wirklich da nochmal auf die Karten schauen könnt. Nachlegen kann man immer. Es ist aber immer schwierig, wenn man wirklich die Karten in dem Moment, in der Schwingung mit sich sprechen lässt. Aber meine Lieben, ich sage jetzt hier nochmal vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und für diejenigen nochmal, die mich finden möchten, bei Facebook unter Medium Birgit und ich freue mich über jeden Abonnenten, über jede Freundschaftsanfrage und natürlich immer wieder für euer tolles Feedback. Und ich wünsche euch eine tolle, 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 tolle Zeit. Ja, und bald geht's nächste Video los. Kommt das nächste Video, dann sind wir schon im November. Also es ist wirklich rasend durch dieses Jahr, noch 2 Monate und dann können wir Silvester feiern.
Eine tolle Zeit. Bis dahin, eure Birgit.